Mann. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Forspoken mit dem alten Mann, der hier wieder kräftig rumgemeckert hat, weil... Warum werden so eine Dinge nicht erklärt, ne? Das wird nirgendwo... Habe ich nirgendwo gefunden. Das habe ich nur durch Zufall rausgekriegt. Hier kann ich zwischen den Magiearten umschalten. Ich habe jetzt mal die hier genommen. Ich werde hier... Die habe ich und die verstärkt und... Ich weiß gar nicht. Zauberkling? Ich glaube Zauberkling. Das sind... Die sind dann hinter mir. Feuersbrunst. Das war das Ding. Aha. So, wenn ich jetzt X drücke, habe ich einen Warp. Genau. Ja, ich habe aber keinen Plan. Ich mache jetzt erstmal alle Markierungen weg. So, die sind jetzt alle weg. Ich habe aber eine Idee, was wir machen können. Wir können zum Beispiel mal gucken, ob wir dahin kommen. Und dann da. Und dann da. Das würde ich gern machen, weil hier ist noch so ein Dingsborn. Born, vor allen Dingen Sporn. 100 Meter, 168 Meter. Muss ich mich natürlich umgewöhnen. Der Bruch hat sich hier noch nicht zu stark festgesetzt. Hier kann ich boxen, ne? Also mir reicht das doch schon völlig, danke. Muss ich mal sehen, wie die hier sind. Da ist etwas. Wie sollen wir vorgehen? Wir könnten das einfach ignorieren. Das musst du vermutlich schnell über die Bühne bringen. Ja, kein Stress. War das schnell genug? Ich frage ja nur mal. 100 Meter, 200 Meter. Da oben. Richtig. Hier kommen wir wieder nicht hoch. Ich dachte, das geht jetzt hier einfacher. Hier sind aber keine Knubbel dran. Das könnte man fast einen Flug nennen. Woo, yeah! Hier könnten wir ein gutes Foto für die Kiddies machen. Du bist die Expertin. Na schön, dann knipse ich mal schnell. Ja, dann wollen wir das mal machen. Na? So, jetzt habe ich 11. Ich denke, wir müssen danach... Guck mal, Warts da ist ab, so ein... Die Kids das sehen. Da ist so ein Wenn Ding. Wenn sie das sehen, werden sie sich sicher freuen. Ah, falsch. Nee, X war das, ne? Es reagiert gar nicht erst. Ich habe das anders in Erinnerung. Ich will mal gucken... Ruckel, zuckel. Geht nicht. Oh, ist das umständlich? Den wollte ich die ganze Zeit. Das nenne ich einen perfekten Schwung. Kinderspiel. Oh, scheiße. Okay. Vorsicht! Ah. Gleich gibt's aufs Maul. Puh, Alter! Ich hab den falschen. Nicht viel, aber naja. Hä? Was?
müssen die Biester schon früher aufstehen. Ich muss mich noch zurechtfinden. Hoffen wir, dass sie nicht zu früh aufstehen. Meter. Ich brauche natürlich was zum Schießen. Habe ich gar nichts, ne? Wenn jetzt wieder Vögel sind, da sind, dann sind Schusssachen einfach besser. Ne? Oh ja, natürlich. Jetzt geht das wieder los. Es ist so traurig, wie sie da runterglitscht in Zeitlupe. Jetzt bleibt sie hier hängen. Schade eigentlich. Da haben wir eine Wegding. Ein Dörflerlager. Da haben wir einen Turm. Da haben wir sowas. Da haben wir eine Höhle. Und da haben wir das. Huch. Und hier haben wir Magie. Die werden wir jetzt mal schön sammeln. Hat mir ja gut geholfen, alles zu lernen, was zu lernen geht. Ich kann richtig spüren, wie meine Haut aus... trocknet. Wirklich? Ich kann mich nicht beschweren. Warte mal, jetzt haben wir die wieder. Ah, jetzt habe ich den das verschwendet. Ja, kann ich gern ich ändern, mal. Wenn du willst. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Ich habe mir jetzt natürlich hier erstmal alles markiert. Das machen wir jetzt wieder rückgängig. Hier sind keine Truhen. Da hinten ist eine. Die will ich haben. Und da will ich hin. Und was sagt, die Zeit ist gut. Wir haben ja auch gerade erst angefangen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu dieser Truhe. Die ist dort. Weil da sind Vögel. Und sie hängt wieder fest. Guckt euch das an. Traurig. Das nennt sich Parcours. Normalerweise genau macht sie sowas, ne? Nein. Leichtes Spiel zu haben, tut auch mal gut. Ich weiß nicht. Mitreißend finde ich es nicht gerade. Konsumgüter. Blockstein. Ich lasse versuchen, sie nicht alle auf einmal zu konsumieren. Guck, jetzt geht das wieder gut, ne? Da kann sie dann über die kleinen Hindernisse rüber. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Behaupte ich mal. So, das meine ich, ne? Das habe ich die ganze Zeit vermisst. Soll ein Kinderspiel werden. Das hat gesessen! Jetzt habe ich aber natürlich... Oh oh! ...die Aufwärterei vergessen. Wie wär's damit? Na, wie wär's damit? War der schön für dich? Ich fand's gut. Nee, das funzt nicht. Warte mal. Neue Rekordzeit. Dass der Gegner unfähig war, hat sich aber zu beigetragen. Ha. Wo ist denn das, wo wir hin wollten? Da wollten wir nicht hin. Ey, wir wollten doch woanders hin. Das ist doch markiert, ne? Na, das ist doch da. Warum sehe ich es denn nicht? Da ist es. Da. Ha. Schütze deine Flanke. Okay, mach. Du solltest Schlägen in nächster Zeit ausweichen. Ah, hier ist noch so einer. Ach, tatsächlich?
Tut bestimmt weh. Also. Das soll ja eine Lehre sein. Haha! Wie? Es könnte helfen, etwas zurückzu... Oh. Reden. Stand. Ah, damit kann man dann... Ich muss mal mein Handy leise stellen. Damit kann man dann Dinge tun. Sachen werfen und so. Hier ist noch eine. Zwei. Cool. Oh, Leute. Übertreibt nicht. Sieht aus, als wären sie auf der Flucht angegriffen worden. Ja. Bisschen fies, aber... Die brauchen das nicht, stimmt's? Oh, absolut. Nimm es. Das wäre sonst reine Verschwendung. Da kommen wir hoch, genau. So, wir bleiben mal in diesem Gebiet. Die Klangschale haben wir, das haben wir. Da waren wir auch. Ich vermute mal, da kam ich nicht hoch. Das ist jetzt aber auch nicht ganz so schlimm. Das ist der Katzenspot. Hier ist die Höhle und da will ich eigentlich jetzt hin. Wir müssen mal gucken... Hier ist aber nichts, was dafür sorgt, dass man hier besser was sehen kann oder so, ne? Mal gucken, ob man hier noch was entdeckt. Irgendein Monument, das da. Ein Monument der Stärke. Mir werden hier keine Truhen angezeigt, ne? In diesem Gebiet. Das habe ich vermisst. Wie schön das geht, ne? So, da hinten wollen wir hin. Hier kann man sich dann zwei Freunde zaubern. Guck da. Ich glaube, es ist geschafft. Ey, wurde aber auch Zeit. Das war ein hartes Programm. Hauen die sich jetzt gegenseitig? Gut gemacht. Was machen die denn da? Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht so sicher. Das nehme ich mal mit. Genau. Das nehmen wir auch mit. So. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt zurückreisen. Wir hatten da ja noch ein Labyrinth, wo ich nicht reinkam. Das geht jetzt. Und dann macht man den und hofft. So, guck, und dann kann ich hier landen und dann passiert mir gar nichts. Und er heult dann auch nicht mehr rum. Ich weiß, da hinten war noch eine. Ich hatte den hier im Einsatz. Sieht ganz danach aus. Perfektes Timing. Guck, dann hat man diese hier. Ja, war jetzt verschwendet, aber... Ja, wie komme ich denn da jetzt hoch?
Das geht schon mal nicht. Ha! Das war geil! Passabel. Oh Mann, ey. Guck mal, wo ich hin will, kann ich nicht. Ich kann da oben hin. Ah, dieses Spiel hier, du, das ist... Dann kann das doch, darf es doch nicht einfach mal weggehen. So wie es ihm lustig ist. Ehrlich. Ja, brauche ich nicht. Oh, das ist doch... Hätte ich die bloß nicht ausgewählt. So, jetzt habe ich mich irgendwie hier hochgeglitscht. Könnt mich mal. Ja, ein kurzes Gebet. Guck mal, dann hört sie sofort auf. Ein andermal kriegt sie sich nicht ein. Habe ich auch noch nicht rausgefunden. Wahrscheinlich muss ich den richtigen Moment loslassen. Fühlst du das? Hör doch mal auf! Meine Güte! Ich kratze ja gar nicht mehr. Da sind noch zwei. Verteidigung plus 5. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal weiter. Wo ist denn die Quelle? Da ist jetzt eine Truhe. Die erste, die wir hier sehen. Da ist die Quelle. Da drinnen. Die markiere ich jetzt mal. Wenn ich darf. Ich darf. Wir gucken mal, ne? Da hinten hin. Oh nein! Oh Gott sei Dank. Hier kann man sich beim Laufen leicht den Knöchel brechen. Das macht das Gelände ideal für Truppenübungen. Ja, und Morschus. So gar nicht ideal für einen Kurzurlaub. Wenig Gegner hier, ne? Ich glaube, die kann man auch anvisieren. Ja. Guck mal, dann kommt man höher. Aua! Nimmst du? Gedanke? Keine Sorge, das geht schnell. Ich will es hoffen. Ich weiß gar nicht wo, aber was hat es der denn jetzt? Wir schweben nicht unmittelbar in Gefahr. Nee. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Hör ihn schon. Was ist das? Man hört ihn sehr gut. Da sind Ziegen, die wollen wir jetzt mal kriegen. Schau an, eine kleine Schar von Stürmen. Tornado-Hieb. Hä? Warum macht er das jetzt? Die Schwachen jagen. Ach so, weil ich jetzt hier... Immer im Rudel. Jetzt aber. Schau dabei. Dich mache ich alle. Nicht. Ist das nicht schon? Lust auf eine größere Herausforderung? Nö. Ein bisschen größer vielleicht. Halt.
werden wir dann noch haben. Ich glaube, ich bin zu früh abgebogen. Die Kamera stellt sich auch nur sehr mühevoll. Macht das dein Leben ein bisschen leichter? Nicht nur ein bisschen. Vorsicht! Vorsicht! Du bist ein Lass in die Nase. Meinst du, das hat einen bestimmten Grund? Könnte nützlich sein. Die haben sich hier in der Wiese versteckt, ne? Ist noch ein gutes Stück, oder? Nicht mehr allzu weit. Diese wollen wir haben hier, ne? Halt! Was habe ich Ihnen gesagt? Da ist er. Ich fühle mich kribbelig. Und jetzt? In jedem normalen Spiel kommt A. Oder kommt die Taste zum Benutzen. Bei Ghost of Tsushima gab es ja auch so eine Badeseen, wo man dann Energie bekam. Da konnte man gleich rein. Da kam nicht erst noch ein Bild und eine Animation und... Oh. Nee. Sowas kam da auch, natürlich. Neuen Zauber erlernt. Jetzt haben wir alle hier. Schickt Wurzeln auf die Suche nach Gegenständen. Je mehr Gegenstände du findest, desto schneller lädt sich deine Unterstützungsmagie wieder auf. Aha. Kaputt. Ich kann noch nicht. Ich sehe jetzt bloß meine Maus da. Da, guck, da ist sie. Nicht mehr viel Platz, ne? Okay. Eigentlich habe ich den hier gedingst, ne? Ich wollte eigentlich zur Karte. Hier kann ich ja nicht viel machen. Hier kann ich nur gucken. Und mal gucken. Da oben ist noch was. Guck mal, jetzt kommen hier langsam so eine Dinge. Hier waren wir aber nicht. Hier sind wir dran vorbeigelaufen. Das ist wunderschön, dass ihr das jetzt anzeigt. Ihr Säcke. Hier die Höhle. Aber ich bleibe jetzt erstmal hier. Jetzt werde ich da. Und dann die Höhle. Messinghöhle. Aha. Messihöhle. Die ist denn nicht aufgeräumt oder so. Also meine Wohnung, würde ich sagen. Da waren wir aber schon. Ich glaube... Wenn ich so auf die Uhr schaue, wird das in dieser Folge nichts mehr mit der Höhle. Ich werde mir jetzt die beiden Truhen hier holen. Eine ist ja da. Da werde ich mich jetzt hinglitschen. Ich mache immer verkehrt. Du komm! Ich wollte den tun. Jetzt sind wir erstmal hier oben. Da kann man aber hoch. Nicht stark genug, um zum Problem zu werden. Für dich zumindest. So, wie gesagt, wir gucken, ich mache mich da jetzt auf den Weg und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Tschüss!